Hallo und herzlich willkommen bei Roli Backt und Kocht. Heute machen wir schnelle Pizzabrötchen. Das ist eine feine Sache, die macht man viel zu selten. Pizzabrötchen, jeder weiß eigentlich, wie es geht. Vielleicht ist das Video auch nur eine kleine Anregung, damit ihr euch auch mal wieder ein paar leckere Pizzabrötchen gönnt. Also, auf geht's! Ja, die Pizzabrötchen. 6 bis 8 Brötchen brauchen wir, 400 Gramm gekochten Schinken, 200 Gramm Emmentaler oder Gouda gerieben, 150 Gramm Cheddar, auch gerieben wenn möglich, Salz, Pfeffer und Oregano, etwas Chiliflocken, wer mag, auf jeden Fall 200 ml Sahne und wer noch dazu möchte, Tomaten, Paprika, Pilze. Ich lasse das in diesem Video weg, das könnt ihr aber einfach würfeln und noch mit reinschneiden. Ja, hier ist ja schon unser Jacques und er sagt uns, dass wir den gekochten Schinken erstmal in kleine Würfelchen schneiden und dann eben auch hier in eine Schüssel geben sollen. Und genau das machen wir. Und dann seht ihr es hier, jawohl, den geriebenen Käse geben wir dazu. Und mit der Hand verrühren wir das Ganze ganz kurz, einfach ein ganz klein wenig. Wunderbar. Wenn ihr keinen geriebenen Cheddar habt, ich habe hier einen Scheiben, auch den kann man einfach schnell klein schnibbeln. Oder ihr habt schon geriebenen, dann geben wir den jetzt auch einfach dazu. Genauso wie unser Jacques das angibt. Jawohl, auch hier nochmal ganz kurz etwas vermengen, damit der Cheddar und der normale Käse eben miteinander gut vermischt sind. Und dann die Sahne dazu, einfach ein Becherle Sahne, 200 ml sind das, schön mit reingeben, einwandfrei. Nochmal kurz durchverrühren. Salz, Pfeffer und Oregano geben wir jetzt dazu, je nachdem wie viel ihr mögt. Ja, gerade beim Pfeffer und beim Oregano nicht so sparsam sein. Das macht nachher wirklich eine gute Note, auch wenn es drin ist, nochmal kurz verrühren, dass das wirklich überall hinkommt in unserer Masse. Dann habe ich noch Baconstreifen, also so Frühstücksbacon, den schneide ich nochmal in kleine Stückchen einfach. Und alles schmeckt besser mit Bacon. Und dann nehme ich auch schon die Brötchen, schneide die auf und pappe dann diese Masse mit einer Gabel drauf. Am besten macht ihr das einfach über der Schüssel. Ja, überall soll was drauf liegen. Und jetzt noch drauf wieder den Bacon, Tomatenwürfelchen, Pilze, Chiliflocken mache ich drauf, wer es eben etwas schärfer mag. Das ist eine ganz tolle Geschichte. Und dann sind wir auch schon fertig. Jetzt geht's ab in den Backofen. Bei 180 Grad wird gebacken, bis die gewünschte Bräunung erreicht ist. Leute, so schaut das dann also aus. Auch Salzstangen lassen sich herrlich belegen. Ich sag euch, saumäßig lecker. Ja, so schauen die fertigen Pizzabrötchen also aus. Ein ganz schnelles, einfaches Rezept kann ich euch nur empfehlen. Probiert's mal aus. Danke fürs Zuschauen. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis bald, euer Roli.